und willkommen zu einem neuen Food Diary. Ihr ignoriert bitte das Chaos, ich habe noch nicht aufgeräumt. Ich hatte auch heute eigentlich gar nicht auf dem Schirm, ein Food Diary zu drehen. Aber ich habe gerade mal meine ganzen Kalorien eingegeben, die ich jetzt zum Frühstück, es ist 12 Uhr, esse. Wir haben heute einen sehr langen Spaziergang gemacht, die Kleine und ich. Und wie schnell sich das läppert. Und zwar habe ich hier, ich habe jetzt nämlich ein Frühstück von 660 Kalorien und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch nichts dabei. Und zwar habe ich hier so einen Skinny Latte, No Added Sugar. Da habe ich jetzt einfach Bock drauf und ich esse das. Ich trinke den auch, weil ich da einfach Lust jetzt drauf habe. Dann habe ich hier, schaut nicht so lecker aus, 50 Gramm Haferflocken, 200 Milliliter Mandeldrink und was wollte ich noch drüber geben? Just Spice natürlich, Oatmeal Spice. Das gebe ich immer da noch drüber. Und dann habe ich noch, ja, das ist ja noch nicht viel und wollte eigentlich noch Obst drüber geben. Willkommen im Kühlschrank. Dann habe ich hier noch bei Rossmann unterwegs so einen Kokos-Chia-Riegel gegessen. Der hat auch über 100 Kalorien. Ein kleines Mini-Stück Baguette, so. Das war noch übrig von gestern, 30 Gramm, hat auch wieder Kalorien und so schnell läppert sich das halt. Und jetzt bin ich schon auf 660 Kalorien und habe irgendwie das Gefühl, noch nichts Nahrhaftes zu mir genommen zu haben. Aber gut, das ist halt jetzt mal so. Ich wollte eigentlich noch Vollfett Obst reinschneiden und so. Und deswegen dieses Nebenbei-Futtern läppert sich immer wahnsinnig. Auch immer, wenn jede Einzelheit für sich wenig Kalorien hat. Ach so, und das ist Babybrei-Rest. Das ist so Obstbrei, Kirsche, Banane. Und ja, es hat natürlich auch Kalorien. 120, 130. Und ja, und so schnell bin ich schon bei 660 Kalorien. Ist jetzt nicht wild. Und dann habe ich mir jetzt mal in der Stadt bei Rossmann geholt auch hier Frio. Ich weiß nicht, ob der schmeckt. Das ist so kalter Tee zum Aufgießen. Und Apfel, Zitrone, Magnesium. Mal gucken, ich es trinkt ja normalerweise immer frische Zitrone und Ingwer in Wasser, aber ich wollte jetzt mal das probieren. Und ja, bis nachher. So, mein Abendessen ist fertig. Das ist ein Becher Hüttenkäse, also so Körniger Frischkäse. Dann ist da drin Gurke reingeraspelt, Zwiebel, Magerquark, dann so Magerquark, Würzung ist noch dabei. Dann hier noch ein Stück Baguette. Und dann habe ich hier noch einen Salat, das ist einfach 200 Gramm Kopfsalat, zwei Tomaten, ein kleiner Rettich, so ein paar selber gezogene Sprossen und kommen so heute auf 1345 Kalorien. Guten Morgen, es ist heute 9 Uhr und heute habe ich mal Bock auf Frühstück und ich habe aber auch keinen Bock auf Essen, sondern Bock auf Trinken, deswegen gibt es so eine Bananen, Milch, Porridge, keine Ahnung was. Da sind drin 200 Gramm Bananen, 50 Gramm Haferflocken und 150 Milliliter Milchdrink. Und ich bin jetzt auf 500 Kalorien. Und da kommt jetzt noch, ach, Zimt habe ich noch rein und ein Spritzer Limette. Und dann kommt jetzt noch Wasser obendrauf. Ja. Hier habe ich mir schon mal meinen Drink vorbereitet. Das trinke ich jeden Tag. Das wird zur Hälfte mit warmem Wasser dann aufgegossen, also nicht mehr kochendem. Da ist drin ein bisschen Limette, weil wir Limetten einfach noch da hatten. Zitrone und Ingwer und das trinke ich eigentlich echt jeden Tag. Und da kommt halt dann jetzt meine Bananenmilch rein. So, das ist mein Frühstück. Ja, das fülle ich jetzt gleich noch mit kaltem Wasser auf, weil den Zitronen-Ingwer-Wasser, das lasse ich immer halt ein bisschen ziehen und dann kommt kaltes Wasser obendrauf. Jo, und das ist mein Frühstück. Ach so, das ist das Frühstück von der Kleinen. So, starten wir in den Tag. Ich habe gerade festgestellt, ich glaube, Bananenmilch wird es die nächsten Tage öfter geben, weil ich finde es gerade irgendwie geil. So, das ist mein zweites Essen heute. Das werde ich jetzt dann so über den Tag verteilt essen. Oh, ich habe die Sprossen vergessen, merke ich gerade. Die habe ich mir selber gezüchtet. Ich weiß übrigens, was ich das letzte Mal bei der Züchtung falsch gemacht habe. Ich habe die Sprossen nicht eingeweicht und abgespült. Ich habe die einfach so gleich bewässert und da rein. Und jetzt seht ihr hier Linsenkeimen, der zweite Versuch. Ich liebe diese selber gemachten und das ist so ein Keimmix. Genau, also wir haben hier körnigen Frischkäse, wir haben selber gemachte Guacamole
Und wir haben Tomaten und Gurken und die Sprossen und das alles hier hat insgesamt 500 Kalorien. Und ich habe jetzt eigentlich nicht vor, heute noch viel zu essen. Das da reicht mir für ein, zweimal. Und dann mal gucken. Ich werde euch wieder einschalten, wenn sich was ergibt. So, ich habe jetzt trotzdem noch einen Hunger. Ich oute mich mal. Und esse jetzt noch 150 Gramm von diesen Nudeln. Ich bin mal gespannt, wie die so schmecken, weil ich hatte die jetzt mal in so einer Minestrone drin. Und da waren sie nicht so gut, weil da sind sie auseinandergefallen. Reis-Kokosnudeln sind das. Ich wollte die halt einfach mal probieren. Und da esse ich jetzt 150 Gramm einfach ganz ordinär mit ein bisschen Ketchup dazu. Das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen und ich habe jetzt irgendwie nochmal so einen richtig kräftigen Hunger. Und komme dann nochmal auf 500 Kalorien zusätzlich. So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Also ich finde die Nudeln einfach nicht lecker, wenn ich ehrlich bin. Die sind so eine Mischung aus, entweder sind sie noch nicht ganz durch. Oder wenn man sie dann länger drin lässt, dann zerfallen sie dann schon fast wieder. Also ich werde mir die definitiv nicht wieder nachkaufen. Leider ein Fail von mir. Aber nichtsdestotrotz, mit Ketchup schmeckt das. So, hallo ihr Hübschen, es ist jetzt schon mittags um 12:30. Ja, jetzt habe ich Hunger und ich hatte jetzt vorher einfach keinen Hunger und keine Zeit. Ich habe 150 Gramm Hartweizennudeln vorgekocht, nichts Spektakuläres, einfach in Salzwasser gegart. Dann habe ich hier drin, ich bin nämlich hier im Resteaufbrauchmodus, weil die Bio-Kiste nämlich heute auch noch kommt und da will ich natürlich kein Gemüse mehr da haben, ne, damit ich dann das Frische halt, ne? Also ich habe hier 500 Gramm Brokkoli zerkleinert, zwei Tomaten, einen Strauch Radieschen und eine Fenchelknolle und eine rote Zwiebel. Und dann habe ich ein Dressing gerührt, auch nichts Spektakuläres, einfach. Ich habe hier diesen Lupinenaufstrich leer gemacht und ich habe diesen Bautzner Senf Gemüsebrotaufstrich da leer gemacht. Das waren jeweils, also da von dem Senf war es jetzt gar nicht mehr viel. Das Spinatlupine, das war so dreiviertel voll, bevor mir das noch verdirbt und habe das einfach mit Wasser verrührt und da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachsalzen müssen. Und dann kommen noch angekeimte rote Linsen dazu. Ich weiß gar nicht, ob die richtig keimen. Ich habe sie diesmal richtig schön eingeweicht vorher und jetzt jeden Tag auch gewässert. Also sie sind auf jeden Fall angekeimt und sie sind gut kaubar, also weich. Und ja, die esse ich einfach dann darüber. Okay, das wird jetzt mein Essen. Der ganze Salat, so wie das jetzt dann fertig ist, hat 1041 Kalorien. Und da esse ich ja zwei, dreimal daran. Und ich mische das jetzt erstmal und schalte euch gleich nochmal ein. So, da ist er fertig und schaut das nicht unglaublich lecker aus. Ich habe es auch mal schön angerichtet für ein Instagram-Foto. Und die ganze Schüssel werde ich heute essen. Das ist so viel geworden. Das ist echt richtig, richtig viel. Und ich freue mich da jetzt richtig, richtig doll drauf. Und ja, genau. Das lasse ich mir jetzt schmecken und ich denke nicht, dass ich heute noch was anderes essen möchte. Mal gucken. Ihr werdet es heute Abend erfahren und mal gucken, wenn die Bio-Kiste klingelt und ich da bin, werde ich euch nochmal beim Auspacken einschalten. So, die Bio-Kiste ist da. Mich lachen lauter grüne Sachen an. Das ist die kleine Rohkostkiste erstmal. Ach so, das da ist übrigens von dem Salat noch übrig. Es ist nochmal eine fette Portion. Freue ich mich dann später dann gleich drauf. Rezepte sind hier immer dabei. Mairübchen in Petersilienbutter, Mairübchen mariniert und mit Parmesan, Mairübchen Tomatensalat. Ne, das klingt doch mal was. Sauerampfer, Käseomelett Sauerampfer. Ach, das ist Sauerampfer. Ich war jetzt irgendwie bei, ja, tatsächlich. Ich habe nämlich gedacht, dass das hier Bärlauch ist. Wir haben das als Kinder immer von der Wiese gegessen und seitdem habe ich das nie mehr gegessen. Dann muss ich mal gucken, was man mit Sauerampfer macht. Das ist ja mal cool. Dann haben wir einen Salatkopf. Das ist übrigens mein Lieblingssalat, der hier und Feldsalat. Eisberg ist auch okay, aber dann ein fetter Kohlrabi, Kiwis. Was ist da drin? Kleine Datteltomaten.
Und Kartoffeln wahrscheinlich, das ist gut. Kartoffeln sind immer gut, ich liebe Kartoffeln. Aber interessant, dass das in der Rohkostkiste drin ist, aber ist ja egal. Das ist nicht so wild. Und dann haben wir die große Bio-Kiste, da ist immer alles so gemischt. Packzettel werde ich dann kontrollieren, ob alles passt. Da haben wir nämlich hier so, ja, das habe ich mir schon gedacht. Erstmal Aubergine, da mache ich mir wahrscheinlich wieder Ofengemüse draus, weil ich Aubergine mag ich nicht so gerne. Dann auch kleine Tomaten. Oh, das wird schön. Dann nochmal Sauerampfer, eine Gurke. Dann, was haben wir hier? Achso, dann noch einen Salatkopf. Kleine Snack-Paprika. Ah, die liebe ich. Wobei, da kann man auch toll Grillgemüse machen. Das mag mein Freund wahnsinnig gern. Dann hier Rettich. Dann das sind nochmal Kartoffeln. Da brauche ich eigentlich gar nicht reingucken, weil das deckt sich oft ein bisschen. Dann haben wir ein Zucchini, zwei Stück. Oh, und bunte Möhren. Ich liebe bunte Möhren, weil buntes Essen macht Spaß. Und noch ein Kohlrabi. Oh, ich liebe die Bio-Kiste. Also die ist mal wieder richtig toll. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Sauerampfer anfange. Und die Aubergine muss ich auch schnell wegbringen, weil die mag ich nicht ganz so gerne. Voll toll. So, dann werde ich jetzt mal aufräumen. Und dann mache ich mit der Kleinen Mittagsschlaf. So, ich habe heute Bananenbrot gebacken, weil wir Bananen noch jede Menge übrig hatten. Da ist jetzt drin 4 Bananen, 250 Gramm Mehl, 80 Milliliter Rapsöl, etwas Zucker anstatt Zucker und Backpulver. Und wenn das schmeckt, poste ich euch das genaue Rezept nochmal in die Infobox. Geht ganz leicht und ja, also ein Viertel davon hat 500 Kalorien. Und das kann die Kleine auch mitessen, wenn das denn schmeckt. Ich bin mal gespannt. Also ich finde ja, das ist super lecker geworden. Und wie gesagt, also ein Viertel davon ist meins und den Rest gebe ich halt her. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Es ist 2:30 Uhr nachmittags. Ich habe heute noch nichts gegessen, was sehr, sehr dumm ist. Aber ich hatte einfach keine Zeit und manchmal ist es wirklich so im Mama-Alltag. Entweder isst man was schnell Verfügbares, unvorbereitet, sprich Hochkalorisches, Fast Food zum Beispiel, oder man isst einfach nichts und ich habe mich heute fürs Nichtsessen entschieden und ja, ich bin kein intermittierender Fastenmensch, ich habe jetzt so Heißhunger und habe mir gerade den größten grünen Salat der Geschichte gemacht, nein Quatsch, aber es ist wirklich ein riesengroßer Salat und da sind einfach nur drin noch zwei rote Zwiebeln, nee, eine rote oder eineinhalb rote Zwiebeln und eben ganz viel grünen Salat. Oh, und dann nörgelt es schon wieder. Und Sauerampfer. Und da bereite ich gerade Kartoffelsalat vor. Das esse ich aber jetzt erstmal in Ruhe mit der kleinen Maus auf dem Schoß. Ach ja, und eine Möhre habe ich nebenbei gesnackt. Ja, das lasse ich mir jetzt echt schmecken. Ich habe Heißhunger und werde den jetzt einfach reinspachteln. So, das ist jetzt mein Mittagessen. Ich habe hier unten drunter den Salat von vorhin und ich habe jetzt den Salat gemacht, den Kartoffelsalat, einfach aus Brokkoli, dann habe ich rote Zwiebel rein, dann habe ich angekeimte Linsen rein, Cornichos oder wie man die ausspricht, also diese sauren Gurken aus dem Glas, dann schwarze Oliven, Kartoffeln, kleine Tomaten, Cherrytomaten von gestern aus der Bio-Kiste. Und das Dressing habe ich gemacht aus Gurkenwasser, Mayo, also fettarme Mayo und ganz viel Senf und Salz, Pfeffer. Schmeckt grandios. Und einen Teil lasse ich mir eben jetzt schmecken und den anderen Teil dann später heute Abend. Ich komme dann heute, wenn nichts mehr dazu kommt, auf 1200 Kalorien. So, Mittag und Abendessen. Ich habe mal wieder Frühstück ausfallen lassen. Es ist jetzt gleich 12 und es gibt Nudel-Bolognese-Art. Ich habe jetzt hier diese Jackfruit vom DM genommen, habe die ganz klein geschnibbelt. Dann ist da drin Zwiebel und Kidneybohnen und Möhre und Cherrytomaten und Mais. Also richtig schön bunt. Habe das alles angebraten, Tomatenmark mit rein. 150 Gramm Nudeln sind das insgesamt und weil ich es mit dem Salz habe, das dann mit Gemüse Allrounder von Just Spices
gewürzt und habe noch ran Rauchsalz. Und weil ich das mit dem Salz ein bisschen zu gut gemeint habe, habe ich jetzt hier noch Creme Vega obendrauf. Dann wird die auch mal leer. Und dieser ganze Pot, also das sind so drei solche Teller. Ich halte mir hier so meine Hand daneben, ne? Hat 1200 Kalorien und das ist dann mein Mittag und mein Abendessen. Und eventuell gibt es heute Abend noch irgendwie so Obstquark oder sowas. Ich habe heute irgendwie Lust auf süß, aber jetzt noch nicht. Heute Abend eventuell vielleicht, aber dann schalte ich euch natürlich noch ein. Und das lasse ich mir schmecken und folgt mir auch gerne auf Instagram, weil ich nämlich auch immer für Instagram Fotos mache. Egal ob von Büchern oder vom Essen, also nicht ständig, wie ich halt Zeit habe, ne? Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Bolognese-artige Nudelgedöns. Ja. Frühstück bei Radio. Lasst euch nicht irritieren von der Musik. Und es kann sein, dass ich jetzt jederzeit das Food Diary abbreche, weil ich vielleicht keine Zeit mehr habe. Wir haben hier Porridge, 50 Gramm. Also 50 Gramm Haferflocken, dann 200 Milliliter Alpro Haselnussmilch. Eine Banane, zwei Nektarinen und eine Kiwi und ein Haar von mir, super. Und dann Oatmeal Spice obendrauf. Und dann gibt es mein Ingwer-Limettenwasser, wie jeden Morgen, und einen Kaffee. Jo, das ist mein Frühstück. Ja, das mit dem Kalorienzählen hat sich heute erübrigt, weil ich vorhin in der Stadt schon Käsebrötchen und so einen Quatsch gegessen habe. Ja. Super warm und ich hatte voll Hunger und jetzt gibt es noch mein Abendessen und das war's dann für heute und ich breche dann das Food Diary auch jetzt ab. Was heißt abbrechen? Ich beende es halt, ne? Ich habe ein paar Tage gefilmt und ja, das sind so eigentlich, ist das so die Standardnahrung zurzeit. Jetzt gibt es gleich Wraps, da ist drin dieser Senfaufstrich, dann ist drauf hier Pellkartoffeln. Dann von dem Kartoffelsalat noch, den ich die Tage hatte. Dann Kraut und Sprossen und Möhre und Spinat, Mais, Tomate, Gurke. Und hier ist statt Kartoffel Falafel drauf und Avocado ist drauf. Genau, also wie gesagt, heute ist halt mein kalorienfreier Tag, kalorienzählfreier Tag. Und ja, so mache ich das halt immer. Und morgen ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein kalorienzählfreier Tag, weil wir morgen nämlich grillen wollen und mit Freunden verabredet sind und da werde ich nicht die Waage mitnehmen. Aber das mit der Abnahme klappt ganz gut. Ich bin begeistert und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!